Weiter geht's im Scania Truck Driver Simulator The Game. Und wir haben die erste Folge, ehrlich gesagt, unbeabsichtigt etwas kurz gemacht. Wir hatten das Gefühl, dass es schon wesentlich länger war. Du bist halt so schnell die gefährliche Strecke lang gebrettert, dass wir es schon geschafft haben. Und ich würde sagen, jetzt trauen wir uns mal an den Führerschein ran, oder? Sollen wir den mal machen? Du hast den ja noch gar nicht. Nee. Also auch in echt nicht. Das darfst du den Leuten nicht verraten. Wie stehe ich jetzt da hier? Nicht mehr, noch der Experte. Die wahren Fans haben den Bus-Simulator gesehen. Und, obwohl, da war ich am Steuer, oder? Ich bin auch mal gefahren. Okay. So, was wollen wir denn? Wir haben die zwei Sachen schon absolviert. Zwei können wir mal probieren. Zeigen wir den Leuten mal, wie dieses Führerscheinzeug so funktioniert. Versetztes Rückwärtsfahren rechts, versetztes Rückwärtsfahren links. Ich glaube, das ist beides genauso schwer. Denn es ist tatsächlich auch, glaube ich, richtig schwer. Ja, schon. Man muss halt immer eine ganze Ecke im Voraus denken. Weil wenn man mit so einem Riesenteil erstmal einschlägt, dann dauert es immer ein bisschen, bis sich das halt auswirkt. Ne? Und dann muss man... Und ja auch in die entgegengesetzte Richtung. Man muss immer in die entgegengesetzte Richtung machen und halt früher, als man denkt. Was ich hier ein bisschen schade finde in der Führerscheinprüfung, man bekommt zwar gesagt, was man machen soll, also wir sollen davor fahren und dann sollen wir den LKW hinten einparken, versetzt. Ja. Aber was wir nicht gesagt bekommen, ist, wie wir das machen. Wir bekommen weder eingeblendet, welche Tasten wir für alles Mögliche so drücken sollen, ja, oder irgendwie ein Voice-Over, was uns sagt, wie wir denn einschlagen sollen. Es ist praktisch also nicht wirklich ein Tutorial für das Spiel, sondern es ist einfach eine Prüfung halt, als würde man jetzt im Spiel oder als würde man in echt halt eine Prüfung machen für den Führerschein. Genau. Wir sehen hier zum Beispiel, jetzt gehen wir mal in die Außenansicht. Das ist, glaube ich, hier echt besser. Also wir stehen jetzt schon mal richtig. Genau, dahin sollten wir fahren. Und jetzt sollen wir da hinten rein. Okay. Und das ist gar nicht so einfach. Okay, das heißt, ich glaube, wir sehen es ja hier so ein bisschen an diesen Bremsspuren, das sollen vielleicht so ein bisschen Hilfe sein. Vielleicht müssen wir ein bisschen vorfahren. Da siehst du, wie da die Spuren zur Seite gehen, ja, so rübergehen. So, und jetzt müssen wir entgegengesetzt denken, als wir eigentlich fahren wollen. Also, nee, warte mal, also lenken wir nach da. Richtig. Um den ganzen Sattelzug beim Rückwärtsfahren ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen. Man hat ja mal so ein Gelenk in der Mitte, das ist immer... So, aber nur ein bisschen so. Und jetzt schon wieder gerade, glaube ich. Jetzt wieder dich gerade stellen, also entgegengesetzt. So. Nee, es reicht schon auf jeden Fall. Genau, jetzt setzt wieder ein. Ja. Wir sehen übrigens auch schön, wie der Fahrer hier vorne, sehen wir es ein bisschen, am Kurbeln ist. Wie der am Kurbeln ist, gedreht am Rad. Kein Wunder bei unseren Fahrkünsten. So, genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, weiter noch. Dass du dich jetzt wieder gerade vor deinem... Noch weiter so? Ja, genau. Dass du gerade vor deinem Anhänger stehst. Komme ich da wieder rein? Ja. Ja. Tatsächlich. Oh, stopp, halt mal kurz an. Das war zu weit. Und jetzt müsstest du praktisch den... Lichter. Jetzt musst du das hier praktisch, das Gelenk nach links bringen, dass der sich dann wieder so... Es ist total schwer, in Worte zu fassen. Ich fuchte hier schon vor dem Monitor rum, das seht ihr nicht. Du musst jetzt ja den... Nee, warte mal. Du musst den Anhänger hinten jetzt wieder parallel zur Spur bekommen. Okay, aber wie? Wie? Ja, indem du das Gelenk nach links bringst. Also, dass du jetzt so rumfährst. Also, so rum. Genau, ja. Genau, so aber stärker, so, genau. Ja, und auch rechtzeitig das wieder abbrichst. So, jetzt abbrechen und wieder. Ja, vielleicht rein. noch ein Stück. Ich glaube nicht, guck mal, wir noch ein ganz kleines. Da musst du dich ja wieder gerade hinstellen. Haben wir noch ein Stück zurück jetzt? Ja, guck, jetzt stellt er sich schon gerade hin. Das Problem ist, wie kriegen wir denn unser Fahrzeug selbst wieder gerade, ohne dass das uns alles. Ja, genau so. Und wenn du jetzt dann weiter rückwärts fährst. Geht. So. Genau so. Ja, genau. Und rechtzeitig dann wieder einschlägst, dass du gerade kommst. Nee, aber noch ein bisschen. Du bist schon zu früh am gerade gehen. Dann hättest du noch ein bisschen weiter um die Ecke fahren müssen. Okay. Moment, vielleicht können wir das anders. Wenn du vorwärts fährst, ist es natürlich ein bisschen einfacher. Noch ein bisschen vorwärts fahren. Und die ganze Geschichte. Noch ein bisschen mehr. Gerade ziehen. Dass irgendwas auch eingezahlt wird. Das wäre natürlich eigentlich auch die Lösung gewesen, um das Ganze komplett einfach zu machen. Einfach so lange gerade fahren, bis man dann ordentlich steht und dann nur noch rückwärts fahren muss. Wenn das so einfach wäre, Moment, glaube ich, ist mir wieder gar nicht so leicht. Jetzt muss man ein bisschen gegensteuern. Wenn er nicht ganz, ganz gerade steht, dann macht er halt nur Quatsch, der LKW. Heißt das dann Sattelzug, LKW? Ich glaube, LKW ist, glaube ich, immer richtig als Oberbegriff, oder? Ja. So. Oh, da will er uns schon wieder ausbüchsen. Also ihr seht, das ist schon eine ganz schöne Fummelarbeit. Und jetzt, wie gesagt, wir bescheißen ja hier mit der Außenperspektive. Wir können das ja alles in der Außenperspektive uns angucken. Wenn wir das von innen machen sollen,
jetzt krieg mal den blöden Sattelzug unter Kontrolle, wenn du jetzt nur den Blick nach hinten durch die Rückspiegel hast. Wir können ja mal die Hilfen ausschalten. So, jetzt sieh mal irgendwas. Da hört's auch schon auf. Jetzt mach aber das nicht unser kaputt, ja. Nachdem wir schon fast perfekt eingeparkt waren. Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig spannend jetzt zum Zuschauen. Wir gucken gleich mal auf irgendwie noch eine andere Piste. In der Theorie ist es halt relativ einfach, aber dadurch, dass halt dann hier dieses Gelenk in der Mitte ist und dann reicht ja manchmal ein paar Millimeter, die man falsch sieht, dann fängt er an, sich wieder da in die falsche Richtung zu lenken. Muss dann immer gegensteuern. Aber darf man auch wieder nicht zu viel gegensteuern, weil sonst ist auch wieder futsch. Ah, das kriegst du, glaube ich, gerade ganz gut hin. Dann will noch ein bisschen zurück. Ja, ja. Genau. Ja. Ja. Damit schon wieder alle stellen. Vielleicht sagt er auch schon gleich. Das reicht ihm. Er hat die Nase. Na komm, voll. Komm. Nein, du schießt. Ja, doch. Oh, es reicht ihm. Es hat ihm gereicht. Wir haben es geschafft. Wir haben 300 Punkte. Hat, ja, Wahnsinn. Und es gab doch. Achso, wir hätten Bonuspunkte bekommen, wenn wir die Außenkamera nicht verwendet hätten, glaube ich. Ja. 4 Minuten 33 haben wir dafür gebraucht. Wahnsinn. Ist ein Tag. Gottes Willen. Die richtigen LKW-Fahrer da draußen lachen sich gerade. Wie man die Aufgabenliste. Da gehen wir hier hin. Also man sieht, wir sind genau, haben das nächste schon freigeschaltet. Übung einer Laderampenanfahrt. Das ist uns zu schwer. Zeig mal das Bild aber nochmal wenigstens. Bild hier. Genau, da sollen wir also um die Ecke, rückwärts um die Ecke. Ich will nicht mehr rückwärts fahren. Das ist mir zu kompliziert. Wir wollen vorwärts. Und wir sehen ja hier überall Scania, Scania, Scania. Was ist denn Scania? Der eine oder andere wird es sicherlich kennen. Aber wir können es auch im Spiel kennenlernen. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Hier kann man mehr über die Firma Scania erfahren. Denn die hat eine ganz schöne Geschichte. Hier sehen wir es. Scania wurde 1891 gegründet. Ist ein, ich glaube, ein schwedisches Unternehmen. Und inzwischen operieren sie weltweit. Könnt ihr mal reinschauen, was es da so alles gibt. Also stimmt, Schweden, da steht ganz Söderteil. Früh ging es los. Die haben ja da weniger die Geschichte der Fahrzeuge, der Transportfahrzeuge so mitgemacht, also der motorisierten. Und sie waren wirklich dabei. Sowas finde ich immer echt toll, gerade in so Simulationen, wenn es einfach ein bisschen historischen Hintergrund gibt. Eigentlich wäre es toll gewesen, wenn jetzt hier noch irgendwie ein bisschen Voice-Over gewesen wäre, der uns vielleicht das eine oder andere noch zu den Fahrzeugen oder so erzählt. Das war ja schon ähnlich beim THW-Simulator. Da gab es dann auch ein bisschen Hintergrundinfos zum THW, wo der halt herkommt, was der für Aufgaben hat. Und jetzt hier ein bisschen über die Firma. Geh nochmal raus. Und da gibt es alles LKW. Wir können uns die LKWs angucken, die Busse, die Motoren, die Produktionsstätten. Sogar ein Video über die Soundaufnahmen zum Spiel. Finde ich auch sehr cool. Sehr cool. Und ich starte es mal lieber nicht, weil ich nicht weiß, ob das ordentlich mitgefrapst wird. Nicht, dass uns da irgendwas kaputt geht. Aber was wir hier zum Beispiel sehen können, ist auch ein Video. Und zwar von den von dem Young European Truck Driver Finale. Das ist so ein Wettbewerb für Präzisionsfahren mit LKWs. Oben ist auch nochmal Scania-Fahrerwettbewerb. Das ist ja auch das Ding, was man jetzt hier im Spiel auch genau, wir können kann. Ja, wir können ja mal, da mal kurz reinschauen. Das gibt es zum Beispiel auch im Spiel. Das ist dieser Fahrerwettbewerb. Und da muss man halt spezielle Streckenherausforderungen wie meistern. Wir können ja mal hier versuchen, zielsicher zu fahren, oder? Ja. Wenn probieren wir es einfach mal aus. Mehr als versagen können wir ja nicht. Das sind die Leute ja schon von uns gewohnt. So. Diese Herausforderung wird zeigen, wie genau du abschätzen kannst, wo sich die vorderen Stoßstangen der Zugmaschine befinden. Mhm. Die erforderliche Präzision macht dies zu einer überraschend schweren Aufgabe. Achso, es geht darum, dass du diesen Punkt da genau treffen musst. So. Das heißt, wahrscheinlich hast du jetzt keine Hilfe, du siehst nur aus dem Cockpit. Genau. Und möglichst genau, dann mach doch mal die Fiesspiegel aus, die Spielhilfen, die nicht echt sind. So. Du hast 60 Sekunden Zeit insgesamt, dich zu platzieren. Ich weiß aber nicht genau, was an dem Punkt sein soll. Mit der Stoßstange sollst du auf dem Punkt sein. Aber mit der... Warte mal. Was machst du denn jetzt? Aber was genau soll ich denn da sein? Jetzt hast du die ganze Aufgabe zerstört. Ich glaube, mit der vorderen Stoßstange sollst du an dem Mittelpunkt sein. So. Ach so, okay, jetzt schneide ich das so langsam. Und dann möglichst schnell halt. Guck jetzt nochmal in den Innenraum, bitte. Und da hast du natürlich das ist die falsche Kasse. Den vorderen Spiegel da, der dir hilft. Welcher denn? Der da unten. Ach, der da unten, genau. Da hinten sehen wir es.
Und wenn du hupst, dann sagst du, dass du jetzt bereit bist für die Messung. Ja, mach mal schnell, bevor die Zeit abläuft. Ich wollte gerade noch auf die hübschen Details im Hintergrund hinweisen. Aber nach 60 Sekunden wäre es eh abgebrochen. Ach deswegen so, das haben die Leute ja auch so gesehen. Ja, guck, du hast es jetzt getroffen. Und es gibt sogar Punkte, obwohl wir ein bisschen betrogen haben und die Außenperspektive genommen haben. Ja, sonst hätte es Bonuspunkte noch geben. Mach noch eine Aufgabe daraus. So, schauen wir doch mal. Jetzt haben wir hier die Stange. Was steht denn da? Aha. Abmessung deiner Zugmaschine. Wir starten hier einfach mal. Okay, dann lesen wir es gleich da, was wir genau machen sollen. Genau, eine weitere Herausforderung, die genaue Kenntnis über die Abmessung an deiner Zugmaschine erfordert. Setze deinen Sattelzug, also das Ladeteil hinten, so vor die vorbereitete Stange, dass ihre schwarze Markierung mittig und unmittelbar vor der Fahrzeugfront liegt. Nee, der Sattelzug ist das Ding vorne. Stimmt, der Sattelzug ist der Auflieger. Du hast recht, der Sattelzug, der zieht ja das Teil. So rum ist es richtig. Genau, also du sollst jetzt möglichst einfach genau davor stehen bleiben, oder nicht? Warte mal, ich mach mal diese komischen Hilfsdinger aus. Und nicht dagegen fahren. Mittig davor ist ähnlich wie praktisch wie... Jetzt geht es aber, glaube ich, darum, dass man da wirklich mittig davor landet. Ja, eigentlich geht es auch darum, das möglichst schnell zu machen. Ja. Das ist, glaube ich, dann der Witz daran. Natürlich. Aber Millimeterarbeit. Hup mal. Ja, das war gar nicht so schlecht. Ja, hast du super gemacht. Und ich glaube, der Witz nachher ist, hat das in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Das sind natürlich dann auch, da kommen dann halt auch andere Herausforderungen irgendwie noch. Aber man kriegt ein Gefühl dafür. Es geht halt darum, dass die Fahrer zeigen sollen, wie gut beherrschen sie denn halt ihr Fahrzeug und wie genau können sie das dann alles abschätzen. Wie groß ist das, was der Wendekreis und wie weit geht mein Fahrzeug, was natürlich im Alltag immer gebraucht wird. Und dann da können sie sich mal richtig aneinander messen. Finde ich eine super Idee. Wir sehen hier übrigens unten, das ist die Version 1.00. Das ist die Version haben wir ein paar Tage vor dem offiziellen Release nämlich bekommen. Dafür nochmal vielen Dank beim Publisher. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja, genau. Das ist halt die erste Version. Was haben wir schon angeschaut? Den Führerschein? Aber ist ja bis jetzt alles rund. Also ist ja noch nichts irgendwie abgestürzt oder so. Funktioniert ja alles. Es läuft auch sehr gut, was mal ganz angenehm ist bei einem Simulator. Diese Simulatoren sind oft so ein bisschen... Viele sind schlampig programmiert, muss man sagen. Muss man schon schlampig sagen, wirklich. Also das für die Grafik, die sie liefern und für das Spiel, was sie liefern, ist es dann überraschend hoch, dann oft die Hardware-Anforderungen. Das läuft hier richtig sauber. Sieht dabei auch hübsch aus. Während du mich angeschaut hast für diesen Satz, habe ich heimlich die nächste Extremstrecke angeschaltet, denn ich finde diese Extremstrecken, die haben es mir echt angetan. Ich finde das richtig toll. Ich finde die Settings schön, also es sieht immer nett aus, also es ist eine nette Umgebung jetzt hier. Und die Herausforderung ist auch, glaube ich, richtig cool. Und das hier sieht schon nach was richtig Kompliziertem aus. Mit einem PKW würdest du da problemlos durchdonnern können. Aber jetzt haben wir halt... Problemlos? Das ist auch schon manchmal ganz schön tricky, weil mit so einem Sattelzug hast du richtig... Ja, das ist richtig hart. Das ist bis jetzt auch der Lieblingsteil. Also wir haben ja noch nicht so wahnsinnig viel probiert. Aber so spontan, weil es halt so hübsch ist einfach. Du fährst in irgendwelche Umgebungen. Und man sieht ja auch, da stecken wirklich auch viele Details. Im Hintergrund haben wir gerade gesehen, da fahren Fahrzeuge rum und so. Wir müssen jetzt erstmal zurücksetzen. Da hinten, da fahren irgendwelche LKWs rum. Oben auf der Brücke laufen sogar, glaube ich, zum Teil Leute lang. Ja, da laufen Leute lang. Siehst du das? Da im Hintergrund? Auch das finde ich irgendwie eine ganz angenehme Abwechslung gegenüber anderen Simulatoren, die wir teilweise hatten, die teilweise ein bisschen eintönig wurden nach relativ schnell, weil es immer gleich aussah zumindest. Mhm. Du bist ja irgendwie so, weiß nicht, in der Stadt rumgefahren oder beim Holzfäller-Simulator hast du halt dann immer im gleichen Wald rumgesägt. Der sah halt überhaupt nicht anders aus. Da haben wir uns am Anfang noch gefreut. Da gab es ja irgendwie Szenarien, die hießen dann irgendwie Venedig und Hamburg und so. Da dachte ich so, ja geil. Berlin. Jetzt säge ich halt hier in Hamburg im Wald oder in Venedig, weiß ich nicht, da irgendwo in der Nähe. Aber die Szenarien hießen halt nur so und du hast immer im gleichen Wald gesägt, nur das Holz, was du gefällt hast, ging woanders hin. Ja, sehr witzig. Da habe ich ja nichts von gehabt. Während hier halt dann, wenn es halt die Flut heißt oder was ich, Uferböschung und was ich Berge, dann hast du auch immer ein anderes Gebiet, durch das du fahren musst. Oh, da haben wir schon ganz böse aufgesetzt. Es gibt übrigens kein Schadensmodell im Spiel. Also die Fahrzeuge können nicht beschädigt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Lizenzdeal mit Scania war, dass die nicht wollten, dass irgendwie ihre Fahrzeuge beschädigt werden. Das hat man ja auch oft in Rennspielen, dass die, wenn die Originallizenzen drin haben, zumindest was früher so, inzwischen sind die Hersteller da kulanter geworden, dass die dann kein Schadensmodell haben durften. Okay. So, ich glaube, bei der Gran Turismo-Serie war es ja so. Und ist, glaube ich, immer noch zum Teil so.
Wow. Da gibt es nur für ein paar Fahrzeuge dann ein Schadensmodell. So. Eben hat man ganz kurz gesehen, dass der ganz schön gewackelt hat. Das sah ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt. Sah aus, als würde es ein bisschen zu sehr sich aufschaukeln. Das meine ich halt. Ja, wir hängen jetzt halt hier an der... Das ist aber auch eine fiese Kurve. Mit dem Aufleger hängen wir da an der Ecke fest. Siehst du das? Du kommst jetzt auch nicht vorwärts, oder? Wenn du Gas gibst, einfach... Du musst ein bisschen früher da... bisschen stärker noch nach außen fahren und dann einschlagen. So. Also weiter außen noch. Ja, ob das reicht. Mal gucken. Und jetzt rum. Oh. Na egal, jetzt bist du eh schon dran. Den Führerschein nehmen sie mir auch gleich wieder ab nach der Fahrt. So. Ah. Kommen wir jetzt rum? Ja. Ja. Ganz klar. Oh, und vorne wird schon wieder eng. Oh. Verdammte Axt, ist das eine enge Strecke. Ja, muss viel enger in die Kurve fahren dann. Ich könnte mir vorstellen, dass er in der Realität in solch engen Gebieten man eher eingewiesen werden muss zum Teil. Wie so ein Schiff von so einem Lotsen. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht... Das glaube ich nicht. Also man sieht es ja bei diesen Schwerlasttransporten, da ist es ja oft so, die werden eingewiesen, aber die sind natürlich auch extra. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Ich glaube, sowas schaffen die schon. Also ein guter LKW-Fahrer packt das halt. Also niemand anders als ich. Ja, du hast... Ist ja nichts gegen dich, du hast ja auch gar keine Erfahrung in so einem Teil fahren. Und schon wieder angeeckt. Ich wäre mal gespannt. Es wäre ganz cool, wenn sich jetzt hier mal richtige LKW-Fahrer melden unter diesem Video und dann ein bisschen so eine Einschätzung geben können, wie sich das tatsächlich steuert, wenn sie es jetzt selber ausprobieren können. Wir haben es jetzt ein paar Tage vorher bekommen, aber das kommt ja auch bald im Laden und das Video wird auch mal einen längeren Zeitraum geguckt. Wenn sich dann jemand mal meldet, der sich damit auskennt und sagt, ja gut, das ist, weiß ich, ob das nur realistisch ist, wie sich das steuert oder wie es zumindest auch aussieht. Weil das finde ich bis jetzt immer toll bei diesen ganzen Simulatoren, beim THW-Simulator, beim Landwirtschaftssimulator. Also wenn dann Leute kommen, die sich damit auskennen und sagen so, hey, das war gut gemacht, das sieht realistisch aus und so. Das ist also total interessant. Ja? Beim Bus-Simulator ja auch. Wir haben jetzt inzwischen so zwei Bus-Simulatoren aufgenommen. Einer ist schon online, der Bus-Simulator 2012. Und der Omnibus-Simulator kommt. Du darfst doch nicht die nächste Episode spoilern. Darf ich nicht? Nein. War zu spät. Mist. Naja, egal. Das sollte doch eine Überraschung sein. Jetzt wissen die Leute schon, dass wir mit Omsi spielen. Auf jeden Fall finde ich es halt cool, wenn dann Leute sich melden, die sich damit auskennen und das dann so eine Einschätzung geben. Weil wir hampeln halt so ein bisschen rum. Man kann halt beurteilen, ob das Spiel Spaß macht so ein bisschen oder ob das halt, wie sich das steuert. Aber so richtig eine Realitätseinschätzung können wir ja nicht geben. Nee, klar. Natürlich nicht. Also übrigens, man kann das, wir spielen es jetzt gerade mit Maus und Tastatur. Man kann es natürlich auch mit dem Gamepad und dem Lenkrad steuern, was sicherlich nochmal, was die Präzision angeht, ein bisschen glaubwürdigeres Gefühl gibt. Also wir sehen hier schon in der Vorschau bei den Bildern rechts, wie unterschiedlich die Gebiete sind, wo man da hinkommt. Und das finde ich spontan ist echt super. Richtig toll. Es ist auch mein Lieblingsmenüpunkt. Obwohl, freies Fahren haben wir noch gar nicht angeguckt. Ich würde mal sagen, das schauen wir in der nächsten Folge mal an. Ich glaube auch. Wir schauen uns das freie Fahren mal in der nächsten Episode an, was da auf uns zukommt. Und ihr seid hoffentlich wieder dabei. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.